So, Dalla. Willkommen zurück zu Half-Life Alyx, dem Spiel mit einem Schuss weniger, weil ich beim Ablegen des Controllers zwischen dieser und der letzten Episode, weil ich prüfen musste, ob alles funktioniert, leider ärgerlich sich ein Schuss gelöst hat. Dessen ist immer wichtig, den Sicherungshebel zu klemmen, was ich nicht kann. Achso, ich brauche sowieso die Schrotflinte, oder? Weil hier kommen wir jetzt. Oh, nein, ich spiele giftige Headcrabs. Ernsthaft? Oh, ich hasse die Viecher. Ich hab wieder eine Kuh verschwendet. Aber eins ist wahrscheinlich noch mehrere, oder? Hallo? Hier links war wohl noch ein Zombie, oder? Ich meine, da hinten hinter der Wand ist auf jeden Fall auch noch einer. So, Freunde der Sonne, habt ihr irgendwas gedroppt? Und wenn giftigen Headcrabs darfst du mit der Motion echt nicht sparsam sein, ne? Kommt man hier vielleicht zu diesen Schubbootsdingern hin von hier aus? Aha. Was genau spielt sich da drin ab? Also ein Explosivfässer. Dahinter ist ein Dings. Kann ich hier irgendwie eine Granate durchloppen? Ich habe zum Glück nur eine, aber da oben will sie nicht durchpassen. Ich muss wahrscheinlich in den Raum. Ist jetzt die Frage, ob ich das machen kann, ohne die Exklusivfässer zu töten. Wahrscheinlich muss ich einmal rumrennen. Naja gut, okay. Habe ich irgendwo noch irgendwas? Ist der Terminal, NP-Time. Hier sind die Zeitungen alle weg. Siehst du, ich hätte mal auf die anderen Zeitungen mal näher raufgucken sollen. Da hätte ich vielleicht noch was entdecken können, oder? Der Gang da hinten links ist nicht vergessen. Was haben wir hier wieder? Ich muss ein bisschen anders stehen dafür. Nein, 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 nein. Menno. Fällt gerade auf, es gibt eine Teppichkante. Der kann ich mir eigentlich viel besser orientieren, wo das, wo die Wand ist, nämlich hinter mir gerade. Haha. So, okay. Zumindest bewegen sich die Dinger nicht, ne? Ich kann die Kugel doch drehen. Na gut. Was ist hier wieder drin? Wahrscheinlich zigtausend Granaten, oder? Ja, zigtausend Granaten. Naja gut, mal sehen, ob wir die brauchen. Ach, guck mal, wer da ist. Na gut. Naja gut, ich ahne jetzt, was ich doch... Achso, ich muss das da doch durchwerfen, oder? Guck mal, da ist das, aber wie soll denn das funktionieren? Oh fuck. Naja. Wie genau soll ich das da durchkegeln? Gerade noch bei. Judy, warum ist das ein Ding? Das ist da hinten ein Medi-Ding, aber ich kann es ja nicht nutzen, weil ich zu viele Granaten bei habe. Okay, was bringt das jetzt? Meine Güte, ich soll das wahrscheinlich eh ausmachen, ne? Vielleicht brauche ich es noch. Oh! Da sind noch zwei von den Ich hoffe, ich muss das Rätsel hier nicht unter Beschuss lösen. Aber tatsächlich habe ich bis jetzt den meisten Spaß in Spielen gehabt, wenn man unter Beschuss in GTFO sich in irgendwelche Computerterminals reinhackt. Das ist großartig. Also so von Nervenkitzel, wenn es natürlich fehlt, dann nicht so doll. Aber wenn es klappt, dann ist geil. So, jetzt sollte es aber reichen, oder? Wir könnten uns sogar noch das Reflexvisier holen, aber ich glaube, das ist ein bisschen... ...bisschen Quatsch, ne? Achso. Nö.
Ah? Das ist ein Spruch vom Anfang, ne? So, dann haben wir jetzt alle Upgrades, die ich eigentlich brauche für die Waffen. Aber na gut, das erweiterte Magazin wäre vielleicht noch nicht schlecht. Obwohl ich nicht so genau weiß, wie das mit dem vorhandenen Magazin funktioniert, die ich habe. Na, okay. Was ist das hier für ein Cardboard? Na gut, das ist ein Klemmbrett übrigens. Was ist das hier noch? Stellt sich natürlich ein bisschen die... Oh, was denn? Und noch mehr Heal. Ich nehme an, die Combine kommen mir gleich entgegen. Deswegen will ich den Heal quasi schon mal in der Nähe haben. Der Flur sah verdächtig so aus wie der da vorne, ne? Okay, da ist. Also, ich bin mal. Ihr seht mal wieder meinen Rücken. Achso, ich muss. Das. Nee, ich muss hier. Das war's? Okay. Das war's anscheinend. Na gut, dann. Oh. Ups. Oh fuck. Das hat ganz gut funktioniert. Wir holen uns noch eine Granate. Also sie sind wahrscheinlich mit ihren Schildern, wollen sie bestimmt fürchterlicher sein, als sie sind am Ende. So, gegen normale Combine haben wir immer noch eine Pistole, ne? Storage Room, Dingsbums. Okay, schön. Hier sind noch mehr Dinger zum Hacken. Oh, da hinten ist noch eine Heal-Station, okay. Welche Richtung will ich denn eigentlich? Okay, das war jetzt ein bisschen antiklimatisch mit dem Dude hier, aber das sind ja die, die wir am Anfang gesehen haben, die so ein bisschen sehr viel Rüstung haben. Brauche ich noch hier? Naja, okay. Aktuell geht's mir ganz gut. Es ist gerade richtig dolle still, ne? Also die Entscheidung, hier jetzt keine Musik zu haben, ist halt irgendwie so ein bisschen... Ja, es ist gerade so ein bisschen quatschig, ne? Hier so ein Ding zu haben. Okay, pass auf, ich packe hier eine Granate weg. Für schlechte Zeiten. Und nehme mir einen hier mit. 50-50. Kann nur gut sein. Ach so. Ich kann die Alarmsirene anmachen? Moment. Warum ist das jetzt nicht? Ach so. Ach so, schön, dass die Steckdose funktioniert. Incoming, Alex! Ficken! Oh cool, Resin. Okay, wir müssen uns wahrscheinlich einen Meter zurückziehen. Das ist ein bisschen doof, wenn man hier da hinten liegt. Aber wir müssten doch hier noch ein paar Granaten haben, oder? Oder noch eine? Na gut, die... So, die sollten wir dann wahrscheinlich nicht so mädchenhaft werfen wie die letzte. Ist tatsächlich ein Ding, das Frauen schlechter werfen können. Oh, schon wieder so schlecht geworfen. So einfach sind die tot zu kriegen? Okay, gut, das ist jetzt tatsächlich der Punkt, wo ich ein bisschen schummeln kann mit dem Ran, mit dem Hin- und Her-Teleportieren. Dadurch, dass ich durch das Teleportieren so hypermobil bin, meine Granate nicht aus. Dadurch, dass ich durch das Teleportieren so hypermobil bin, da. Kann ich halt ziemlich mies. Oh, was ist das hier? Kleine Holding Pots? Was genau ist hier drin, ne? Will ich das wissen? Das sieht nämlich aus. Das ist doch bestimmt eine Headcrab, die da drin ist, oder? Oh nein. Ah. Ist halt schwierig, weil ich kann mich halt nicht so hinstellen, wie ich das Ding brauche. Wo bin ich hier gerade? Achso, hinter mir ist der Schreibtisch. Okay, gut, das passt ja soweit. Die Musik erinnert mich an die Mass Effect. Irgendwie random Bildschirm-Dings-Musik. Okay, gut, dann ist das Geräusch, was wir hören, das sind ja nicht über hier Dings. Ist das was? Ein Resin? Das ist alles? So, ich bin, soweit ich das sehen kann, full live. Achso, das Vieh macht die Geräusche, lol. Ich bin dumm. Also nichts Neues hier an der Stelle, aber. So, gut.
Das ist ganz schön offen hier. Was ist denn das? Oh, noch mehr Granaten. Na gut. Die halten wir erstmal fest, würde ich sagen, oder? Das sind ganz schön viele Granaten. Ob die gleich die Türen hier auftreten? Einer lebt noch, oder? Oh, guck mal hier. Das Ornard-Spiel mit VR wäre richtig geil, aber es wäre wahrscheinlich vom Entwicklungsaufwand ein bisschen zu groß. Ist er nochmal hier? What the fuck? Haut der ab von mir, na gut. Gib mir mehr Zeit, hier mir die Landschaft anzugucken. Vielleicht habe ich noch. Ja, eine Granate habe ich noch. Das ist eine Holztür, ne? Das ist ungewöhnlich. Das ist natürlich die Frage jetzt. Na. Gut, dass dieses Glas quasi unzerstörbar ist. Achso, was wollte ich gerade sagen? Ach, genau. Frauen haben aus irgendwelchen Gründen. Also, es ist, glaube ich, tatsächlich biologisch begründet, Schwierigkeiten zu werfen. Also, sie können es lernen. Alter, hat der viel Damage gemacht. Also, es ist total lernbar, aber am Anfang halt ein Nachteil. Hm. Das ist eine Holzwand, ne? Hm. Wo noch eine Granate finden? Hm, das war nicht so erfolgreich. Und das klingt tatsächlich ganz faszinierend, dass das so ist. Oder angeblich so ist. Ich hab's zumindest gegoogelt und es scheint irgendwie so der allgemeine Konsensus zu sein. Weil irgendwie ein bisschen deprimierend ist, ne? Deswegen ja auch geworfen wie so ein Mädchen. Weil ich das von meiner Schwiegermutter zum Beispiel kenne, wenn die es wirft, die stößt irgendwie so komisch. Und das ist, glaube ich, auch vor allen Dingen eine falsch gelernte Bewegungsabfolge. Die kriegt das, die würde das, glaube ich, auf jeden Fall hinkriegen, wenn sie das wirklich üben würde. Aber macht sie halt nicht. Schön wie im Film. So. Ich habe bloß ein bisschen Angst, dass das mein Bildschirm ist, der an der Stelle ist. So, haben wir keine weiteren Granaten mehr? Gut, dann habe ich die leider ganz schön verschwendet, ne? So, gut, aber wir haben ja gerade die Heal-Station gefunden und die werden wir jetzt auch nutzen müssen. Ist da in diesen Röhrenmonitor? Finden wir noch was Gutes? Okay, leider sind die Granaten alle. Ich glaube, ganz hinten waren auch keine mehr, ne? Na gut, dann müssen wir uns wohl leider heilen. Ich meine, wir müssen noch relativ weit zurückrennen, wenn ich mich nochmal heilen möchte. Reicht das überhaupt zum Vollheilen? Das reicht sogar noch für nochmal heilen, ne? Die haben alle keine Muni mehr bei. Der hat auch einen Gastank hinten. Ich habe es wieder viel zu schwer gemacht. Cool, eine Kugelmaus. Hab ich noch wo eine ab? Relative Divined. Ich warte auf euch. Oh ja, ihr steht nebeneinander. Das ist sehr gut. Na komm, komm noch mal ran. Shit. Oh, Granaten. Okay. Fucking hell. Oh, ich bin tot tatsächlich. Oh. Oh, ich bin tot. Das ist mir noch nicht passiert, ne? Superwaffe. Trackspieler an. Ja, das müsste der nächste sein, ne? Wo stehen wir denn echt zeittechnisch? Okay, alles gut. Verdammt, also vor den Schrotflinten-Dudes? Also mit den Granaten ist, glaube ich, zu spielerisch, ne? Was ich da mal versuche. Warte, wir müssen das erstmal. Müssen wir das wechseln? Das Ding kommt darin. Nee.
Oh, du bist nicht tot. Aufregend. So, okay. Ich würde mal sagen, wir gehen zurück zum zur Hierstation und machen uns nochmal voll. Okay, wir gehen nochmal zurück zur anderen Hierstation und machen uns da nochmal voll. Ach, schade, dass ich die Hierdinger nicht mitnehmen kann, ne? Bisschen hätte ich. Ah, nee, gut, ich hätte die aber auch nicht nachrücken können, ne? So, sorry, Viech. Okay. Teleport sei Dank, ne? Mit dem normalen Dings hätte ich das auf jeden Fall nicht gemacht. So, ich habe leider keine Granaten mehr. Zumindest eine Granate war effektiv. Das war eine ziemlich coole Kampfszene mit dem sich hinter den Tisch da verstecken. Ah, es hatte schon was. ja. Relativ viel Schaden genommen, ne? Na gut, Alex hat keinerlei Rüstung an, die hat kein HIV, HIV? High Hazard Environment, irgendwas Anzug? Mir geht übrigens langsam echt die Muni aus. Ich glaube, ich muss anfangen, die Typen zu Schrotflinten, weil Schrotflinten haben wir noch ein bisschen was. Oh. Okay. Ach, guck mal, da hinten ist die andere Fußstation, wo das Resin vorlag. Okay, da oben geht's an die Oberfläche. Da wollen wir nicht hin. Also, vielleicht schon, aber... Guck mal, da ist es. Na gut, soviel zum Thema Tease. Kam ja doch nochmal alles zusammen, ne? So, okay, dann, Oh, was ist denn das hier? Gut, dass ich beim Vor- und Zurückrennen auch immer nochmal was finde, ne? So, hier. Northern Star. Ach ja, wie war das mit Follow the Star? Look to the Northern Star. I am. Why are you saying it like that? No, no. The Vortigaunt said, look to the Northern Star to help his friends. Which sounds like Vortigaunt nonsense, but I guess it isn't. Oh, yeah. That does make more sense. Ich hätte gerne irgendwie noch eine... Also ich weiß, was ich kriege, und zwar ein SMG. Was ich gerne hätte, wäre eine halbautomatische Waffe. Irgendwie, weiß ich nicht, so eine... ich muss gerade an die Ami, an Teil wegkriegen, so Tokarev-mäßig. Wie heißt das Ding? That's some sort of combined substation. They usually generate power and host security protocols. Ja, aber es ist grün. Power and security you need for a giant vault. Ja, und der Laserpointer ist ziemlich stark, dass er mir nicht einen Tag so weit geht, ne? So, ich weiß nicht mehr so richtig, weil ich jetzt nochmal resen soll, weil ich habe alle Upgrades, die ich wollte. Ach, guck mal, diese klitzekleinen Kioske, die sind irgendwie süß, oder? Ach, guck mal. Ach so, Earth Surrenders. Ach ja, das war die letzte Zeitung, die rausgekommen ist. Wahrscheinlich der letzte gute Tag nach dem 7-Stunden-Krieg, oder wie auch lange. Also lange hat die Erde auf jeden Fall nicht durchgehalten. Den großen Krieg. Lange haben sie nicht gemacht. So, das sieht hier leider irgendwie schon wieder so nach Schlachtfeld aus, ne? Das geht tatsächlich nicht. Hm, echt nicht? Diese Mülltonnen übrigens sind tatsächlich die bei mir früher hinterm Haus standen. Also genau die Dinger. Hinter meinem Neubaublock, wie ich dazu sagen muss. Ehemalige Oststadt in. So, jetzt hier die Kante. Das hätte ich mir viel früher merken sollen, dass ich hier eine Teppichkante habe. Was ist denn das hier eigentlich für ein. Achso, das ist so der schlechte Versuch eines Überwachsens, okay? That substation must be what's keeping it in the air. We need to get up there. Ja, die gute Substation. Ach, guck mal, hier hinten sieht es sehr aus wie ein Eingang, oder? Das machen wir so ein Hier-Ding. Kann ich jetzt... Oh doch, ich habe erst was frei. Caution. Contaminated area.
Wie auch immer daran die Flasche kaputt gegangen ist. Ein junges Ich musste merken, dass Flaschen wesentlich stabiler sind, als man so allgemein meint. Oh. Naja, Quatsch. Ist eigentlich ganz angenehm, solange man hier den. Solange man hier den Trigger gedrückt hat, muss man sich keine Sorgen darum machen, dass man das fallen lässt. Das ist nicht zum Beispiel wie in Pavlov, wo du wirklich die ganze Zeit eigentlich ziemlich fest zugreifen sollst, was meiner Meinung nach nicht gut ist für den Controller wahrscheinlich auf Dauer. So, muss ich jetzt wirklich durchs Fenster springen? Ja, dann machen wir das wohl. Dieses Ding, ne? Na gut. Immer wieder faszinierend, wie die Combine hier, diese Sachen, die einfach so komplett ins... Kann ich hier nicht? Achso, ich kann wahrscheinlich... Oh nein! Nein, ich will keine dicke Schrotflinte haben, ich will... Nee. Haha! Verdammt, ich muss das Ding sehen können, ne? Ob die Vortigons den Strom herstellen? War das ein Ding in Half-Life? Ich hab's schon wieder vergessen. Basement Employees only. Oh, ach, ein Ladebildschirm. Ah, sehr gut. Okay, Judy. Ah, ich bestimmt gleich meine Midi-Spritze nicht mehr, oder? Dann würde ich sagen... Ah doch, ich habe sie noch. Na gut. Denn... Oh, der Polarstern. Ach ja, das ist die Mission schon. Wir sind schon eine Mission weiter. Jetzt weiß ich nicht so richtig, was die Superwaffe eigentlich war. Aber gut. Dann würde ich an... noch ein Tagebuch. Das ist weiß. Dann würde ich an der Stelle tatsächlich Schluss machen. Und wir sehen uns beim... Oh, da ist was. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Während ich in die Wand haue... um Resin zu plündern. Genau. Und der macht's mal gut. Ich wünsche euch was. Habt noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder Nacht oder wie auch immer. Wir sehen uns schon bald, denke ich doch. Und dann macht's gut. Ciao.